Was es mit diesem Pad auf sich hat. Das Pad ist auch eine neue Twitch-Extension, die wir ja beim letzten Mal testen wollten. Irgendwie kann man sich um den kümmern, den anklicken, Liebe verteilen, keine Ahnung. Irgendwie wächst er dann auch. Müsst ihr euch mal durchprobieren, was man damit machen kann. Ich selber kann es ja leider im Stream nicht sehen. Das finde ich ja ein bisschen schade halt. So, Inventar. Wir haben keine Ausrüstung, wir haben keine Schwertverbesserung, keine Ringe. Okay, also wir können uns einkaufen, wie wir lustig sind bei dem Kollegen. Und ich würde sagen, wir setzen mal noch einen Stein auf den Angriff. 28 Schaden. Das ist ganz okay. So, wie war das? Wie kriegen wir das hier kaputt? Da habe ich irgendwie gepennt bei der Erklärung. So, und wir haben den Bauplan für ein leichtes Kettenhemd erhalten. So, ich würde gerne, ich glaube, den einfachen Anhänger nehmen. Oder hier plus 6 Angriff. Aber das scheint keine dauerhafte Verbesserung zu sein. Wir nehmen mal einen mit. Dasselbe für die Weste. Sieht nicht so aus, als wenn die dauerhaft ist. Eine Verteidigung. Und hier haben wir Materialien. Thank you. Wie können wir ihm denn was verkaufen? In den Verkaufsmodus wechseln. Ah ja, so. So, und er hat gesagt, wenn er das nicht vorrätig hat, macht er uns einen guten Preis. Na, dann gucken wir noch mal. Neues Material katalogisiert. Also einmal alles, was wir haben, dem guten Herrn verkaufen. So. Zählt das auch für Schlüssel und ähnliches? Ich glaube nicht. Eine Lotanus. Your transaction. The materials you've sold me will be quite useful. I'll attempt to restock them as time goes on. I also share my stock with other merchants. With our help, you will save valuable time collecting rarer materials. Thank you. Watch your back, my friend. My friend. Das ist aber an sich ein sehr cooles Feature. Dass der Händler dafür sorgt, dass wir neue Sachen bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Da kommen wir nicht durch und dahinter ist ein Schlüssel. Was ist denn das? Oh, was ist das denn? Jawohl! Wir können Früchte durch die Gegend ziehen. Wie cool ist das denn? Der Schlüssel zur Wand, so sieht's aus. Eine explodierende Frucht. Komm mit, Frucht. Komm. Sehr, sehr geil. Oh, herrlich. Dieses Spiel ist so super. Macht echt Spaß, kann ich nur empfehlen. Und da haben wir noch eine. Komm, komm mit, komm. Auf die Dinger drauf. Komm, hier, hier, hier. Ja, komm runter. Komm, mach bumm. Na, nicht getroffen. Super. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Regnet's, hab ich nicht. So, ich wollte hier mal die Rüstung reinpacken. Ach, guck mal, hier ist ein Bauplan. Bin mal gespannt, wie lange das denn verfügbar bleibt.
So, wir brauchen eine Frucht. Komm. Boom. Bam. Oh, was ist denn hier los? There's something in that cave. Quick, get it out. Four locks. I'll take a wild guess and say we need four keys. Vier Schlüssel. Haben wir denn so viel? Anscheinend. Und was war da jetzt drinne? Der Meat Boy? Einen dauerhaften 5% Gesundheitsbonus erhalten. Und hallo Meat Boy! Was ist das denn? Ich werde 500 Gold farmen und dich dann im Stream hypen, wenn du viele Zuschauer hast. Joey, das ist ein sehr netter Ansatz. Problem ist nur, ich werde nie viele Zuschauer haben. So, was gab's hier jetzt? Ich komme hier nicht durch. Gibt's da schon irgendeinen Trick, wie wir da unten lang können? Nee, oder? Das weble dein Schwert für uns herum. Bam! Kette kaputt! Zwölf bis 15 Zuschauer, das ist nicht schlecht. Dust, there's something up there. Not a problem at all. Stand back. All right, I've got it. Wait, no. Ah. Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just can't get a good enough grip. Ah, you're just trying to show off. Sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Wir kommen später zurück. Da kann sich der gute Dust nicht festhalten. Und Joey, bitte nicht falsch verstehen. Eigentlich ist es mir egal, wie viele Leute zuschauen. Ich bin froh über jeden, der hier vorbeikommt. Unterhalte mich gerne mit euch Leuten und finde das super, dass er hier vorbeischaut. Und da ist es mir, wie gesagt, egal, ob hier 10.000 oder 2 Leute sind. Hauptsache, wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Und hosten tust du mich auch. Das ist doch super. So, hier haben wir ein Bambi-Gehege. Looks like we're heading in the right direction. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Way behind. Mit schön viel Abstand. Was bist denn du? It's another one of those spiky slime things. Their persistence, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast, now might be a good time to demonstrate the parry technique. Allow it to strike. Bam. Hey, you dazed it. Attack and hold the button at the moment of the enemy strike, and you will parry their attack. Opening them up for a counterattack. Okay. Timing is crucial, and you must be facing your opponent. And as you can see, a successful parry may also daze your opponent temporarily. Now, put this beast out of its misery. Joel, mach's gut, bis später. Dankeschön fürs Reinschauen. So, ich muss jetzt hier gedrückt halten. Wird ja gerne, aber das Vieh bewegt sich ja nicht. Halt gedrückt, um einen Schlag zu parieren. Toll. Kann mich mal wer schlagen, bitte? I see somebody over there. Ask them if they've got anything to eat. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Hey, I'm not a pet. But
I would appreciate that. Thanks. Drücke nach oben, um mit freundlich gesinnten Charakteren zu sprechen. Hallo, Cora! Oh, hello! You surprised me there. Don't get many travelers this far out of town. Sorry about that. It's nice to finally meet a friendly face. So, we're getting closer to the village then? You mean Aurora Village? Yes, it's just beyond those fields to the east. And I think you might be just in time. What do you mean? The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up, I'd swear I heard somebody shouting. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. Let's get going. Yes, please hurry. Be careful. Gespeichert. Und wie die Dinger stellen hier meine Leben wieder her. Da sehe ich irgendwie nichts von. Was machen die Hasen da? Please, help us! Guck doch mal, wie die da stehen. Was machen die? Look at the size of that thing! Don't worry, I think I can handle it. Exercise all you've learned, Dust. Send these foul creatures from this existence. Jawohl. Wow, hat der einen Hau. Warte mal. Ja, den kann man parieren. Wunderbar. So wollte ich das sehen. Alter, das war knapp. No, wait. That's not all of them. Das waren doch nicht alle. Bam! Und gekontert, sehr geil. Also auch das Kontersystem doch recht einfach. Is that it? Did we get all of them? Yeah, I think that's it. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy swordsmaster. And none too soon. Bah, they weren't so tough. I could probably take on another 4 or 5 of them. You know, if I had to. And Dust was there. Oh, thank you so much. What happened here? I don't know. We were out here checking the fields when those giants attacked. We've been having a lot of problems with smaller beasts, but this is the first time a giant has ever come this close to the village. Then the first step of your journey is near its end, Dust. The village lies just ahead. Yes, we arrived. That's great. But what now? That has not yet been revealed to me. These people are safe, and that is what is important. Let us continue onward. Will you two be all right? Yes. I just need a moment to rest. I'm not sure how you did it, but you took down 3 giants single-handedly. Not a problem. That's what we do. Bringing justice to the weak and defenseless. Hey, who are you calling weak? Na, euch, weil ihr habt da anscheinend nur zu tun mit euch. Kampfkunststein verfügbar. Wir haben ein Level Up und ich würde sagen, wir gehen mal auf Gesundheit. Das geht ja gar nicht. Haben wir noch ein Steinchen? Nee, ne? Schade. Kapitel 1 Schicksal. Das Dorf Aurora. Hold it right there. Are they gone? I don't hear anything.